Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute in der Nordeifel unterwegs und wir machen die Abenteuerwanderung Mechernischer Wald. Die Strecke ist nur 6,3 Kilometer lang und es geht auch nur über 110 Höhenmeter. Und wie ihr sehen könnt, sind wir wieder nicht alleine unterwegs, sondern wir haben Sascha Verrückte Touren. Hallo, grüß euch. Genau, also das verspricht auf jeden Fall eine tolle Tour zu werden. Ja, und wenn ihr wissen möchtet, wie die Tour ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Nein, in die gute Stube. Ja, wir befinden uns jetzt ungefähr auf der Mitte des Weges und kommen zum Zwischenfazit. Ja, Sascha, was sagst du bis jetzt? Ja, es ist auf jeden Fall schön. Mir gefällt es richtig gut. Ja, richtig schöne idyllische Ecke, gerade auch mit den Felsen, die wir eben so gefilmt hatten, wo wir so lang gelaufen sind. Also richtig klasse und ich bin echt begeistert. Immer wieder, wie Froni auf diesen Felsen immer da rumhüpft. Also einfach nur klasse. Ja, also kann ich mich bis jetzt auf jeden Fall anschließen. Was mir auch gut gefällt, ist wirklich hier so diese Ruhe, die man hier genießen kann. Ne? Man geht auch hier durch den Wald, der auch schon zum Teil ein bisschen grün ist, was natürlich an den Baumsorten liegt. Ne? Hier haben wir viele Ilex, wir haben hier viele Kiefern, die jetzt natürlich im Winter auch schon schön grün sind. Ne? Hat so einen Hauch von Frühling, ne? Oder was meinst du? Genau, also kann ich mich voll und ganz anschließen. Also der einzige Kritikpunkt, den man haben könnte, ist vielleicht, dass es bis jetzt nicht ganz so abenteuerlich ist, abgesehen von den tollen Katzensteinen, die natürlich alles überstrahlen. Aber jetzt hier geht es dann so auf Waldwegen, was zwar ganz schön ist und auch Spaß macht, aber jetzt nicht den riesen Abenteuerfaktor hat. Genau, das Abenteuer müssen wir selber machen. Ne? Ja. Müssen wir hier so ein bisschen immer gucken, was es hier so gibt. Ne? Aber genau. Wie gesagt, bis jetzt ist es auf jeden Fall ein richtig schöner Tag. Ja. Und liegt natürlich auch hier unseren lieben Sascha. Ne? Das war sehr, sehr lieb. Genau, Geld kriegst also du gleich. Genau. Aber nämlich 50 Euro Abspeise. Ne? Genau. Gut, wir sind gespannt auf die zweite Hälfte.
Wir befinden uns am Ende der heutigen Wanderung und kommen daher zum Fazit. Der Charakter der Tour lässt sich beschreiben als eine einfach zu gehende Waldwanderung. Es gibt auch ein paar Pfadabschnitte, aber insgesamt ist es eher ein angenehmer Spaziergang. Ja, in der Umgebung gibt es auf jeden Fall auch noch einiges, was sehenswert ist, etwa die Bruder-Klaus-Kapelle oder die Karkus-Höhle. Und dann gibt es natürlich auch noch die schöne Burg Satzwall. Dann ist ja auch noch der Römerkanal-Wanderweg, der hier lang verläuft. Und es gibt auch sehr viele schöne Eifelschleifen, die man auch noch empfehlen kann. Der einzige Kritikpunkt, den wir hier an der Strecke haben, ist eigentlich die Tatsache, dass wir uns bei dem Namen Abenteuerwanderung so ein bisschen mehr Abenteuer gewünscht hätten. Es gibt hier doch relativ wenige Pfade, aber dennoch hat uns die Runde hier Spaß gemacht. Ja, und die Highlights waren natürlich jetzt hier die Katzensteine. Das war natürlich richtig klasse, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und da lohnt sich auf jeden Fall, einen Wanderweg mitzumachen. Unter dem Strich erhält die Strecke daher von uns 6 von 10 Punkten. Ja, und dann ist es jetzt natürlich an der Zeit, dass wir uns auch bei Sascha Verrückte Touren bedanken. Vielen, vielen Dank. Ich natürlich auch. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und es war richtig klasse. Genau, also zurückgeben. Schaut auf jeden Danke. Fall auch mal beim Sascha im Kanal ja, rein. Darf ich der mich wird sehr auch freuen. Hier verlinkt bei uns. Das lohnt sich auf jeden Fall auch. Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, Abo, liken, kommentieren, werden wir mit einem Herz quittieren. In diesem Sinne. Keine Nirine. Und was sagst du? Das ist echt gut. Lecker, ne? Ich bin ja gar kein Biertrinker, ne? Mhm. Aber das ist wirklich gut. Mhm. Ich bin sehr begeistert. Mir riecht richtig gut. Ich brauche Löffelchen. Ich weiß, dass ich nicht lecker esse. Guck mal, Leute, schön. Ein scharfes Messer schön mitgenommen. Mhm. Mhm. Mal gucken. Ja, hier neues Filmprojekt von neues uns, Format. Neues Videoformat. Lecker kochen, Chujuk mit Peperonis und Zwiebelchen. Genau. Das sieht auch verrückt schon sehr, sehr gut aus. So, und es riecht auch so gut, wie es aussieht. Riecht auch, ne? Nach der Marktdorelle schön durchgebraten, ja, das ist. Muss YouTube an Geruchskondition arbeiten. Da sind nur leckere Sachen drin, da ist Sucuk drin, Zwiebeln, ja. Pepperoni. Pepperoni. Dunkelhaarzehe, genau, ne? Eigentlich ganz vergessen. Genau das Richtige nach so einer Tour. Ja. Oh, richtig gut. Sieht ja wie das Dampf. Sozusagen die Fusion aus Wandern und Lost Place. Ne? Also machen wir uns nachher lecker, genau. Lecker. Ja. Es. Vitamin 9. Mmh. 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 Was gibt's denn bei uns gleich Leckeres? Ja, also wir haben natürlich nochmal schön Peperoni, wenn wir das nochmal ein bisschen scharf haben lassen. Salami-Stick. Hier auf leckeren Dip. Genau. Hier ist die Suppe drin. Hier gibt es Blutorangentee von der spanischen Blutorange. Auch sehr lecker. Bringt das Blut in Wallung. Genau. Die Insider oder die Kenner wissen auch was hier. Cornichons, Tomaten. Haben wir denn noch alles Oliven. Und hier die gefüllten kleinen Paprika, die sind auch voll lecker. Oh, das sieht aber gut aus. Ja, und wenn wir noch einen Nachtisch haben wollen. Der Nachtisch. Katze. Genau. Haben sogar zwei. Und Trolli Dino Rex. Ein bisschen sauer. Mit einem süßen Dino drauf. So. Mal gucken, was der Sascha hier Leckeres gekocht hat. Ja, also habt ihr gut gekocht. Haben wir gut gemacht, oder? Mhm. Mm.
Mir ist ein Glückchen dabei. Man hat immer gesagt, wenn keiner was sät, dann schmeckt es. Genau. Gefällt. Aber wir sagen trotzdem, was es schmeckt trotzdem. Ja, schmeckt denn die Suppe hier? Boah, ist aber heiß, ne? Der ist gut warm, ne? Ach, die Königsberger Klopse sind das doch, ne? Markklößchen sind das. Markklößchen. Guck mal, ob das geht. Oh, sehr lecker. Schmeckt aber. Also von Froni Mischa hier, die Suppe, die schmeckt. Mit Markklößchen drin. Das tunke ich auch mal hier rein. Ich bin schon voll. Kriegen wir weg, oder? Ja, ein Messer schon. Na komm. Die rote, die können wir mal probieren da. Die Paprika? Ja, die ist lecker. Ja, ist die lecker? Also ich finde die. Genau. Die schmeichelt mich schon. Also die ganze sind auch ein bisschen scharf, aber nicht so. Die schmeichelt mich schon so an die ganze Zeit. Da ist ja schon so Feta oder so drin, das ist schön mild. Also aber nicht so scharf wie die Peperoni hier. Ich probiere mal. Genau, natürlich hier keine Werbung, ne? Aber die hier sind sehr lecker. Oder? Ne, schon kann man gut essen. Kann man wirklich. Oh, das schmeckt wirklich lecker, ne?